so wie in Europa oder auf der ganzen Welt. Aber es ist eine Sondergenehmigung. In der Türkei gibt es solche Hotels, 2, 3, vielleicht 4 höchstens. Das Hotel liegt auf 140.000 Quadratmeter Gelände, was wir benutzen. Nachträglich, nachdem das Hotel geöffnet worden ist, wurde dem Hotel 150.000 Quadratmeter noch dazugegeben. Nicht damit das Hotel das Gelände benutzt, sondern darauf achtet, dass hier keine unerlaubten Ausgrabungen gemacht werden. Es sind hier keine Ausgrabungen gemacht worden. Es ist nur, nachdem das Hotel geöffnet worden ist, vom Professor Otto Lambrecht wissenschaftliche Erforschung gemacht. Und was er alles geschrieben hat, werde ich ihm versuchen zu übertragen. Ab hier ist es verboten, das Gelände zu betreten, ohne Begleitung. Das Gelände ist Naturschutzgebiet und Kulturschutzgebiet. Also beide Ämter müssen zusammen sein, Genehmigung kriegen, damit wir hier irgendetwas machen. Wir werden unterwegs sehr viele Äste sehen.